Es geht schon weiter bei Let's Play Half-Life 2. Ich bin Zoller des Mapfix und wir sind Kapitel Wassergefahr und wir haben ein Luftkissenfahrzeug. Yeah, und jetzt gibt es hier auch Handcrabs in der Gegend. Yeah, sehr schön. Und hier ist ein Lambda-Versteck irgendwo. Wartet mal, das muss ich jetzt testen. Ich steige jetzt mal hier aus, ich teste es mal. Im schlimmsten Fall, wenn es eine Falle ist, dann sterbe ich halt. Okay, gut, da muss man da hoch. Geil. Und... Mission voll, aber Landdetektiv 7. Und warum ist das abgebrochen? Egal. 7 haben wir jetzt schon 45 und dann können wir wieder reingehen. Und fuck, yeah! Oh no. Sorry. Okay, die rote Hütte, da müssen wir hin, hat die eine merkwürdige Frau gesagt. Da sehe ich schon wieder ein Lampenversteck. Viel zu viele Lampenverstecks. Schön geparkt hier. Kisten. Ich werde, wir wurden auch alle von Hercules angegriffen. Es hat alle von Hercules angegriffen. Alle, die mir helfen. Ganz ehrlich, warum werden die gegen mich von Hercules angegriffen? Ich wusste es doch. Wow. Nehmen wir euch selbst. Schieß auf den Kopf. Wenn du nicht auf den Kopf schießt, dann bleiben die Hercules am Leben, ey, Mann. Ah, das macht ja sehr viel leichter. War klar, dass die alle tot sind. War das so klar. Stehst du auf? Hallo? Können wir da? Okay, gut. Station 12, bitte kommen. Station 12, seid ihr da? Nein. Oh, ich meine, ihr Haircrafts, ich meine, warum gibt's die überhaupt? Ganz ehrlich, die Flasher sind auch nett geworden. Warum sind die Haircrafts nicht auch nett geworden? Ah, okay. Was, wie können die bitte nett sein? Die wollen dich, sich mit einem Kopf paaren. Oh, wie das Ding mich erschreckt hat. Wie das Ding mich erschreckt hat. Warum gehe ich überhaupt hier hoch? Achso, weil da ein Leiter ist. Okay, gut, ich muss mir, müssen wir überhaupt hier hoch? Ich weiß es gar nicht. Geh doch. Weg, oh. Schön gemacht. Was bringt uns das? Ich weiß es nicht. Was ist, wenn wir an das Wasser jumpen? Verlieren wir Leben? Nein, verlieren wir nicht. Das ist gut zu wissen und, oh. Ah, das war wegen einem Achievement, toll. Deswegen wurde ich von Hercrab angegriffen. Gut, dann heißt es wieder rein in unser Luftkissenboot und... Yeah! Oh, verdammt. Kommen wir da rein? Nein. Okay, und wir haben einen Helikopter gesehen. Und ich hoffe einfach mal, der ignoriert uns. Das wäre echt cool für ihn. Okay. Und mit dem... Oh, es läuft. Es läuft. Was? Da war der Nachschub. Vorsicht, unten! Oh geil, die werfen hier Munitionsmonster runter. Dankeschön. Brauche ich zwar nicht, aber Dankeschön. Immer mal hier Freunde, ganz ehrlich. In Half-Life 1 hatten wir nie richtige Compadros. Ich will mehr Compadros. Auch die hört sich irgendwie an wie die Augen aus Half-Life 1. Die hört sich fast genauso an. Ich werde das ein Hellcrab. Ich weiß es. Okay, ich wette, da irgendwo ist ein Hellcrab. Es ist so klar, dass da eine drin ist. Da geht's nicht weiter. Ach, scheiße, mein Taschenmesser ist der. Gut, müssen wir rotieren. Pardon. Moin. Ah, ich habe so eine Idee, was ich machen muss. Ich wette. Ja, ich sehe schon. Es ist wieder ein kleines Physikrätselchen hier. Und ich schätze mal, ich muss hier Fässer irgendwo hin tun, damit die Rampe da hingeht. Hey, ich erinnere mich, in Half-Life 1 hatten wir genau das gleiche Rätsel, auch mit den blauen Fässern hier. Oder? Bilde ich mir das ein. Ne, ich weiß nicht. Ich bilde mir viele Sachen ein. Okay, gut, Blue Ding, nicht Blue Shift, Blue Ding. Wäre ein viel cooler Name für, Blue Shift gewesen, Blue Ding. Gut, dann können wir jetzt weiter, kommen wir nochmal weiter. Hier, ja, irgendwo ist ein Lambda-Versteck, aber es ist... Obwohl, warte, was? Achso, das sind die Einzelteile von den Dingern. Hätten wir doch auch, wir hätten einfach hier hochgehen können. Super. Toll. Sehe, dass hier was drin ist? Warte, ich schau jetzt nochmal hier kurz. Vielleicht muss man hier... Das irgendwie... Ach komm, ist doch wurscht, ganz ehrlich. Ich will hier nicht Achievement jagen.
Ich habe ein Achievement nicht bekommen, mein Leben ist gestellt. Nee, so schlimm sind wir nicht. Zumindest nicht ganz so schlimm. Okay, auf wieder in unser Luftboot. Erstmal hier etwas zurückfahren. Und jetzt. Epic. Jump. Wunderschön, wunderschön. Oh. Gerade pumpen wieder und. Oh, yeah. Ein Alien-Chef und wir fahren richtig scheiße. Zick. Weghauen. Oh. Ich schaffe es. Okay, ich glaube, wir sollten aussteigen. Und uns hinter unserem Luftkissen verstecken. Sack. Oh. Gut, das war schon. War ja leicht. Ah, das hätte ich nicht sagen sollen, weil immer wenn ich sage, dass irgendwas leicht ist, dann sterbe ich. Nein. Ja, super, wegen einem Leben. Nee, es hat sich gelohnt. Das hat sich echt gelohnt. Da ist ein Lambda-Versteck. Da gehe ich jetzt einfach. Da gehe ich jetzt echt mal einfach mal rein. Ich bin so dreist. Da ist ein Fass. Das Fass nehmen wir uns mal. Das tun wir dann dahin. Dann springen wir da drauf. Und dann gehen wir da rein. Boah. Episch. Episch, 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 episch. Und dann schwimmen wir. Und wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und wir schwimmen, schwimmen. Zu einer Leiche, Leiche. Aber das Lambda-Versteck haben wir immer gefunden und das ist doch das Wichtigste. Und ich wusste, dass da einer kommt. Ich hab gedacht, da kommt ein Hackcrapper wieder. 9 von 45. Ach, 3. Ja, wie gesagt, ich kann schon mal nicht alle kriegen, weil ich habe davor die eine nicht genommen. Aber egal. Muss ich auch nicht haben. Okay, wir haben es geschafft. Ich hab schon gedacht, wir schaffen es. Die Lampe geht nicht mehr. Nein. Okay, gut. Oh, ich meine, so eine Waffe an dem Ding wird echt gut passen. Dann hätte ich echt mal eine geile Chance noch. Kann ich ganz sagen. Ja, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Ah! So macht man das. Hey, Triple Kill, epic. Epic. Gut. Jump! Aua. Sorry. Kann man nichts machen. Ja, da sind schon wieder Gegner. Ach, haut ab. Jump und hier schön. Ich steig jetzt gar nicht. Ich muss ganz ehrlich, ich fahr jetzt einfach. Falls das Boot sich nicht umdreht irgendwann. Aber nee, bockt sich hier richtig. Und da hinten sehen wir wieder die Citadel. Nein, nicht die Citadel aus Mass Effect. Nein, die Citadel aus Half-Life. Diesen irgendwie 1 Milliarden Meter hohen Turm. Wo ist der? Keine Ahnung. Zumindest sehr hübsch erstmal. Gut, wir wollen ja aber weg aus City nach Black Mesa. Wo ist Black Mesa? In New Mexico. Und wir sind... Wow. What? Was für das? Das ist der Wasser-Lenkraket oder sowas. Wenn die Brücke anreißen. Ja. Okay, gut. Jetzt... Oh nein. Oh. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Wartet, so. Oh. Steig aus, steig aus, steig aus. Ja. Ach du doch schon. Wieder komm mal nicht. Denk dir, er kann uns hier abschießen. Wir sind Gordon Freeman. Du da. Du hast nicht das Recht, uns abzuschießen. Dafür muss man sich eine extra Erlaubnis holen. Die hast du nicht. Okay, gut, dann gehen wir halt da rein und sind da kommen jetzt. Nein? Na, das stimmt immer nicht. Es wurde inzwischen bestätigt, dass sich ein störendes Element unter uns aufhält. Jemand, den einige Bürger für einen neuen Heiland halten. Diese Person symbolisiert die niedersten Triebe, Instinkt, Unwissen und Verfall. Einige der schlimmsten Gräuel des Black Mesa-Zwischenfalls sind ihm direkt zuzuschreiben. Und dennoch werden ihm von einfachen Gemütern romantische Züge verliehen. Er trägt so gefährliche Beinamen wie der letzte freie Mensch, der Wegbereiter. Ich möchte alle Bürger an die Gefahren des Aberglaubens erinnern. Wir haben die Finsternis unserer eigenen Evolution gerade erst verlassen. Lassen Sie uns nicht der Dunkelheit anheimfallen, jetzt, da wir das Licht sehen. Melden Sie uns, wenn Sie diesen freien Menschen sehen.
Wer der Gemeinschaft dient, wird belohnt. Wer jedoch dieser Verschwörung beitritt, dem ist die gerechte Strafe sicher. Nett. Seien Sie klug, bedacht. Oh, oh. What the... Was machen die hier mit dem Menschen? Oh, ich... Assoziate dir irgendwie... Und... Wir haben Granaten! Granaten! Jetzt wird's lustig! Energie... ich brauch mal Anzug-Energie. Komm, geh raus, Gott. Okay, darf man uns mal vorsichtig da weiter öffnen, wie man hier die Tür. Dann kann man jetzt die hier alle machen. Check. Oh, so ein Auto will ich auch haben. Was ist das? Oh. Kamera, hallo. What the? Oh nein, da sind die Augen wieder. Oh, das war sogar gut. Wollte ich eigentlich nicht mal begeistern. Ja. Hat du davon. Okay, gut. Sieht echt gut aus gerade. Munition. Oh, geil. Da ist nichts. Was sind das für Dinge? Hm? Keine Ahnung. Wow. Okay. Ich hab eine Idee. Das... Ich wollte eigentlich das als Schutzschild haben. Okay. Ignoriere mich. Ich bin nur eine kleine Tonne. Das funktioniert. Ey Jungs, das ist doch episch, oder? Eine kleine Tonne. Gut, jetzt haben wir ein Geschütz. Was bringt uns das? Gar nichts. Oh, cool. Wollte ich zwar nicht, aber warum nicht? Energie ist nie schlecht. Gut, dann machen wir die jetzt hier episch alle. Ist hier einer überhaupt? Bam. Und ist hier noch einer? Nein. Code 3? Was ist Code 3? Will ich das wissen? Nein. Oh, Granaten. Ich muss jetzt hier mal eine Testgranate werfen. Ist das eigentlich so Left 4 Dead like so eine Kiste mit unendlich Granaten? Ist für egal, dann würde ich jetzt einfach so aus dem Prinzip die ganze Zeit welche werfen. Gut. Da ist der Ach geil, das geht nicht. Ach. Okay. Was ist, wenn wir da drauf schießen? Und da drauf. Wunderschön. Oh. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Woher kommt so... Au, ab. Wollen noch mehr? Kommt, ich hab Zeit. Wer will? Wir haben doch alle Angst hier. Was gibt mit dem Schiff ab? Ich warte nur, dass der Gegner kommt. Ich weiß, dass da welche kommen. Egal, gehen wir trotzdem weiter. So. Komm. Ich weiß, dass da ein paar von euch warten. Ich weiß es. Sick, hast du davon. Wow. Scheiße. Oh! Der Ball hat mich hier ab.
Ja, schön und leck hier. Okay, das wird hart. Nicht so viel Munition, aber. Okay, gut. Weiter. Komm, mach die Tür auf. Dann mach sie halt nicht auf, dann geh mal durchs Fenster. Wenn es dir Spaß macht. Okay, gut, dann würde ich sagen, schlagen wir jetzt uns unser Luftkissenboot wieder und fahren davon. Wo ist er? Ah, lass. Yeah, Luftkissenboot. Die hätten es einfach zerstören können, hätten wir keine Chance mehr. Aber die sind halt nicht zerstört. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt episch durch das Portal. Durch das Portal, durch das Tor. Und jetzt können wir einen kleinen Cut machen und sehen uns dann gleich wieder bei Let's Play Half-Life 2. Ich bin zu einer Bis zum nächsten Mal. Ciao.